Also zunächst einmal muss man natürlich sagen, wenn jemand eine Einladung annimmt, heißt das, dass diese Person ein Versprechen eingegangen ist. Mir fällt in letzter Zeit häufiger bei Einladungen auf, dass Gäste, die erstmal zugesagt haben, im letzten Moment unter fadenscheinigen Begründungen absagen. Ist das okay? Also zunächst einmal muss man natürlich sagen, wenn jemand eine Einladung annimmt, heißt das, dass diese Person ein Versprechen eingegangen ist. Sie hat mich versprochen, der Gastfreundschaft entgegenzukommen und zu einem bestimmten Zeitpunkt sich an einem bestimmten Ort einzufinden. So. Das kann man nicht ohne weiteres zurücknehmen oder genauer mit fadenscheinigen Gründen sich irgendwie vorbeimogeln, weil man irgendwie etwas gefunden hat, was einem ein bisschen besser erscheint in dem Augenblick. Das wäre nämlich meine Vermutung gewesen, dass Sie was gefunden haben, was Ihnen besser gefällt. Aber soll nicht der Mensch auch nach dem Besseren streben? Nach dem Besseren schon, aber da gibt es natürlich wieder Bedingungen. Also wenn ich jetzt eingeladen bin, zum Beispiel zu einem Abendessen und möchte jetzt absagen, weil zum Beispiel ein triftiger persönlicher Grund vorliegt, einem Angehörigen ist etwas passiert oder man kriegt irgendwie einen großen Preis verliehen, dann wird man aber natürlich auch der Person, die einen eingeladen hat, ins Gesicht sehen können und sagen, warum man nicht erscheint. Also wenn du dich zum Kino verabredet hast und erfährst, am selben Abend wirst du zum Philosophen des Jahres gekürt, dann wirst du ehrlich sagen, ich kann nicht, weil ich Philosoph des Jahres werde. Das hängt davon ab, wer mich zum Philosophen des Jahres küren will.